Na, bist du Sucher oder bist du Finder? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich darauf angesprochen worden bin. In Amerika auf meinen Reisen oder überhaupt so, ja, wenn ich mit den spirituellen Glaubensgemeinschaften und spirituellen Gruppen gearbeitet habe. I'm a seeker of the truth. Ich bin ein Sucher der Wahrheit. Dabei ist Wahrheit und alles, was wir brauchen, in der Regel sehr oft direkt vor uns, wenn wir es wahrnehmen. Wahrheit entsteht in uns, wenn wir spüren, dass Energie fließt. Und wenn keine Energie fließt, ist auch keine Wahrheit da, wenn sich's leer anfühlt, hohl oder komisch. Das ist mal der eine Teil, den wir wahrnehmen und ja, wo wir direkt merken, ob das Leben uns mit Wahrhaftigkeit konfrontiert oder eben auch nicht. Das andere, wie ist es mit uns? Ich fragte dich ja bereits, ob du Sucher oder Finder bist. Weil das ist ein riesengroßer Unterschied im Leben, auch in deinen Lösungen, die du erfahren möchtest. Denn wenn du suchst, bist du nie hier. Na, im Suchen sind wir die ganze Zeit mit unserem Blick, mit unserer Aufmerksamkeit im Außen. Das heißt, du bist mit dem einen, was du vielleicht gerade irgendwo erkannt hast, ganz kurz in Verbindung, schaust es dir an und guckst schon weiter. Ich kann mich erinnern, dass auch in unserer Familie die ein oder andere Person immer gesagt hat, ja, ich gucke schon viel weiter, ich sehe schon viel weiter. So, ja, du bist ja nie da. Wie wär's, wenn du mal hier bist und das wahrnimmst, was hier jetzt gerade präsent zur Verfügung steht. Und dadurch, dass du dich hier vollkommen drauf einlässt, eben die Geschenke des Lebens mitbekommst. Das ist übrigens die Qualität des Finders. Der Finder ist präsent, der integriert und öffnet sich der Schönheit und der Leichtigkeit des Lebens und findet dadurch mehr und mehr und mehr. Also ist es wirklich eine berechtigte, wichtige Frage, in welcher Art und Weise du das Leben betrachtest. Suchst du? Bist du außen? Doch warum in der Ferne schweifen, wenn das Glück liegt doch so nah? Oder findest du? Und freust dich, entwickelst Dankbarkeit, Leichtigkeit und sorgst dafür, dass diese Qualität mehr und mehr in dein Leben hineinzieht, was dir hilft und dein Leben bereichert. Wichtige Frage, die wir uns alle immer wieder mal stellen dürfen: Wo bin ich gerade? Wie verhalte ich mich gerade? Und was kann ich jetzt aktiv für mein Leben verändern?